Und damit herzlich willkommen zum neuen Video, Mittwochsvlog. Und wie kann der Mittwochsvlog besser beginnen als mit einer Kehrmaschine, die Band gefressen hat? Super Sache, da freuen wir uns natürlich unheimlich. Ich habe nicht aufgepasst, das ist nämlich hier Weidezaundraht. Ich habe nicht aufgepasst, ich bin da vorne am Fegen gewesen. Naja, habe nicht gesehen, dass dieses Band da an der Seite lag. Das sind diese Torbänder, weißt du, zum Zumachen da. Das lag auf dem Boden. Ja, bin zu weit an den Rand. Da hat jemand ganz kurz sich dieses Kabel hier einverleibt, also dieses Band. Und das müssen wir jetzt da mal dazwischen wegschneiden. Dann haben wir immer noch das Problem mit den Relais. Habt ihr vielleicht gesehen in eines der letzten Videos vor ein paar Wochen schon. Da ging es um die, Moment, wo habe ich es jetzt gerade hingeschmissen? Da. Da ging es um diese Relais, die habe ich ja bestellt, sind jetzt auch da. Die haben allerdings, wollte ich kurzerhand einbauen, aber ging nicht, weil die haben so breite, breite Sockel. Das heißt, da brauchst du breite Kabelschuhe für. Die habe ich jetzt nachträglich bestellt. Das hat natürlich alles ein bisschen gedauert. Jetzt ist alles dafür da und nun sollte dann die Kehrmaschine bald wieder laufen, weil man merkt doch, die brauche ich doch schon öfter, als man denkt. Ja, ist einfach so. Gut, dann versuche ich jetzt erstmal, diese Geschichte hier zwischenweg zu kneifen. Das sollte aber jetzt eigentlich, hoffe ich, kein Problem sein. Einfach mal einen großen Seitenschneider genommen und dann hoffe ich ja mal, dass ich das hier einfach kurzerhand erledigen kann. Das hat sich da so reingefressen, das kriegst du da gar nicht so raus. Ich dachte, ich könnte das mal schnell wegkneifen. Keine Chance. Da muss die ganze Walze für ab, glaube ich. Super, Enno, hast du gut gemacht. Tatsächlich hat der ein oder andere mich schon mal gefragt, wie man die Dinger wechselt, weil hier drin, da ist nämlich keine Schraube. Da ist nämlich nur so ein Metallbolzen, was auch immer. Und die eigentliche Schraube sitzt tatsächlich hier. Das ist die eigentliche, das ist die eigentliche Schraube. Die sitzt hier drin und guckt da hinten wieder raus. Kann ich ganz schlecht zeigen, aber ich glaube, man kann das wohl einigermaßen erkennen, ne? Ist eigentlich kein Hexenwerk. Guck, hier sieht man es, wie es auf der anderen Seite aussieht. So sieht es da dann aus, ne? Also schraube ich die Schraube jetzt raus und dann kann ich theoretisch das ganze Ding, ich habe das ja schon mal gewechselt, also die Bürsten habe ich ja mal getauscht. Da müsste man das eigentlich so abziehen können. Tada! Und dann geht's einfach, ne? Guck, hier ist das ganze Gestrüpp drum. Und mehr ist es am Ende des Tages gar nicht, ne? Jetzt kann man hier nochmal ganz schön sehen. Ich habe das damals, wann war das denn? Vor 4 Jahren? 2019 oder so würde ich sagen, war das. Da ist Anti-Seize drauf, seht ihr das? Das ist dieses, das Zeug hier. Und das ist hier noch drauf tatsächlich. Und das frisst dann halt nicht fest, ne? Das sorgt dafür, dass halt nichts gammelt. Ich mache das jetzt mal ab mit Bremsenreiniger und mache das wieder frisch drauf. Weil vorher war die Welle angerostet, das könnt ihr auch noch sehen, ne? Da habe ich die damals noch blank geschliffen und habe das Ganze, wie gesagt, hier, da seht ihr den Rost drunter noch, ne, den ich damals abgeschliffen habe. Und da habe ich mich, glaube ich, auch damals ordentlich mit gequält, das abzukriegen, weil das so ein bisschen dick gegammelt war. Ja, das kann man, glaube ich, recht gut erkennen. Und das habe ich dann einfach eingestrichen. Hat gut funktioniert scheinbar, weil ihr seht ja selber, es ist nicht wieder weitergegammelt, ne? Obwohl das Ding halt immer im Dreck und Mist läuft, ne? Bisschen einstreichen hier. Und dann gammelt das dir nicht dick. Dann quält sich nicht beim Wechseln beim nächsten Mal, ne? Kann ich echt empfehlen hier. Anti-Seize, das läuft. So eine Keramikpaste ist das, ne? Und geht nicht so schnell wieder ab. Auch nicht vom Wasser. Ihr seht ja selber, was für ein Dreck hier drauf ist, ne? Kommt die Rolle hier wieder drauf. Vorher gucken, wo die Löcher sind, sonst quält sich nämlich. So, auch auf der Schraube machen wir da ein bisschen was drauf. Nicht, dass das alles gammelt, ne? Weil es ja echt immer im Dreck läuft. Ne? Das läuft ja nun mal wirklich schonungslos im Dreck. So, von der einen Baustelle zur nächsten. Nun habe ich gerade schon angefangen, weil ich vergessen habe, Aufnahme zu drücken. Passiert mir regelmäßig bei der Kamera. Und zwar habe ich hier Lötpunkte. Überall ist alles gelötet hier. Der ganze Scheiß ist hier gelötet, so wie hier es halt auch war.
Das ist natürlich ärgerlich. Da sind keine Klemmen drauf, keine Kabelschuhe, so wie man es kennt, sondern tatsächlich alles gelötet. Ja, toll. Und an Stellen, wo er hätte löten sollen, haben sie nicht gelötet. Ne? Das ist natürlich immer so eine Sache. Das war einer von den Vorbesitzern. Die haben ja auch diese ganze Lüsterklemmen-Geschichte gemacht, wo sich dann auch die Zuschauer darüber aufgeregt haben, weil einige von euch sagten, Lüsterklemmen gehören ins Haus und nicht an Fahrzeuge. Das stimmt. Das war ich aber nicht. Das ist alles von Vorbesitzern. Da kann ich nichts für in dem Moment. Da könnt ihr immer mal schreiben, ob das besser ist, da Vago-Klemmen reinzumachen oder ob das tatsächlich nur die einzige Möglichkeit ist mit Löten. Ich könnte das jetzt ja alles verlöten, das ist ja kein Thema. Ne? Gerade solche Leitungen hier, die kann man ja verlöten. Aber Vago-Klemmen wären natürlich auch gut. Ich weiß nicht, ob Vago-Klemmen für euch in Ordnung sind oder sagt ihr, nein, Vago-Klemmen sind auch nicht regelkonform. Laut Paragraph 48-3 STVZO, keine Ahnung, darf das nicht. Also ihr seid ja mal ganz fix, was das angeht. Deswegen könnt ihr mir mal schreiben, ob das in Ordnung ist, wenn man da Vagos statt Lüsterklemmen macht. Ne? Genau, das machen wir dann aber später. Jetzt soll das Ding erstmal funktionieren, ist klar. Deswegen habe ich jetzt gerade schon mal das Teil hier abgelötet. Ne? Das geht ja ganz gut mit diesem 90 Watt Lötkolben. Hat der übrigens hier im Moment, da steht's 90 Watt. Ne? Ich hatte den ja damals verlinkt. Der kam recht gut bei euch an, weil der auch echt nicht teuer ist. Ne? Und hier, ja, nun hier, siehst du, dann kannst du halt, na, Fokus, so. Dann pumpt er sich hoch auf die gewünschte Temperatur digital, so wie es soll. Und dann kannst du hier auch, was weiß ich, ordentlich fix, seht ihr schon, zack, schon am Dampfen. Das geht eigentlich ganz, ganz schnell. Da kannst du halt auch solche Sachen mit ablöten. Ne? Das ist immer das Problem. Du brauchst halt ordentlich Hitze, um so, weil so dickes Material, das frisst halt enorm Wärme. Und wenn du das dann deinen Lötkolben dran hältst und die ganze Wärme geschluckt wird und da kommt nichts nach an Power, dann brauchst du dafür ewig. Ne? Naja, so, ich habe hier auf jeden Fall diese dicken Kabelschuhe, die müssen da gleich dran, mittels Schrumpfschläuche natürlich isoliert werden. Ja, da seht ihr nochmal, die passen natürlich genau dahin. Das ist ja auch dafür gemacht. Und die kleinen kommen auf die kleinen Punkte. Kontakte, Entschuldigung. So, das ist natürlich jetzt wieder schwierig mit Filmerei, weil ich euch natürlich jetzt im Weg bin mit meinen Flunken. So, kommt hier der Kollege rüber. Kann noch ein bisschen abisolieren vielleicht. So, er kann jetzt hier rein und dann können wir mal gucken. Das geht sicher nicht mit dem Ding, oder? Das ist sicher zu groß. Ich komme da gar nicht ran mit dem Ding. Dann mache ich mit normaler Zange. Zumindest mal den Anfang. Oh, das scheint funktioniert zu haben, ne? Wie gesagt, ihr könnt wahrscheinlich jetzt nicht viel davon sehen. Mal gucken, was ich da überhaupt von verwenden kann von den Aufnahmen. Aber das ist ja nochmal nichts. Ich muss hier arbeiten, ne? Der bringt ja nochmal nichts. Ist ja alles ein bisschen eng. So, der ist jetzt auf jeden Fall schön fest hier, der Kollege. Der macht gar nichts mehr. Dann kann ich da natürlich wunderbar meinen Schrumpflauch drüber machen hier. Das passt doch schon mal. Gut, ich mache den Rest nochmal und dann melde ich mich gleich. Das funktioniert echt ganz gut. Erstmal vorklappen und dann. Jetzt kann ich nämlich hier, jetzt gehe ich mit dem ganzen Ding hier rüber, so ganz, also komplett über die ganze Breite, andersrum vielleicht, so ist ein bisschen gerader. Und dann einfach mit dem Feuerzeug hier warm machen. Ist ja halt Schrumpfschlauch, ne? Gibt es in verschiedenen Sorten, irgendwie zweifach, das ist halt halbiert. Dann kannst du vierfach kriegen, je nach Preise. Also gibt es, also Schrumpfschlauch ist auch nicht gleich Schrumpfschlauch, wobei das hier der günstige vom Lidl, glaube ich, ist. Aber meistens reicht dieser hier, ne? Zum Basteln und so. Sieht das jetzt aus? Und doch ganz gut, ne? An dieser Stelle einmal vielen Dank. Ein netter Zuschauer hat mir die zukommen lassen. Ich glaube, als ich beim Bagger am Gange war, da habe ich ja so eine Zange nicht gehabt und da hat er mir die zukommen lassen. Vielen lieben Dank an dich. Richtig cool. Und du siehst, sie wird gebraucht. Alles wieder zusammengebastelt. Mal gucken, was er sagt hier.
gleich schon das nächste Kabel hier vorne drin am besten, wa? So, aber ihr seht, er funktioniert. Sehr gut. Nun müssen wir nur noch gucken, ob er auch lädt, ne? Das ist das nächste Problem. Naja, was heißt Problem? Aber das ist ja die nächste Hürde. Er muss ja auch wieder Ladestrom durchlassen. Mal gucken, ob es funktioniert. Stecker rein. Ich habe hier so ein Auto 12-Volt-Stecker dran. Anzeige ist noch auf Rot. Laden. Das sieht doch gut aus. Hier sind übrigens die beiden Relays, die ich hier rausgelötet habe. Da sieht man noch die Lötpunkte. Naja. Das hier ging sogar noch. Das andere ist ja das, was richtig kaputt war, glaube ich. Naja, die waren ja beide im Eimer, ne? Nun sind neue Relais drin, alles fest gemacht, alles verlötet. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal, ob Vago-Klemmen für euch in Ordnung sind oder ob ich das auf jeden Fall löten muss. Da möchte ich gerne mal Tipps haben, bevor ich jetzt hier mir die Mühe mache und irgendwelche Vagos da reinschraube und am Ende des Tages sagte, nee, das ist genauso bescheuert. Da möchte ich gerne mal eure fachmännische Meinung haben, bevor ich da irgendwas mache, ne? Genau, das Ding ist wieder fit und jetzt geht's an den Trecker. Schraubertag! IHC 633 und ich sehe gerade, ich muss unbedingt hier mir neue Kotflügel bestellen, weil die sind mir ja mal kaputt gebrochen. Das sitzt noch recht stramm, aber es geht halt so nicht. Und auf der anderen Seite haben mich auch schon ein paar gefragt, was da los ist, wieso das so geknickt ist. Das liegt daran, weil das vom Pflügen letztes Jahr hochgebogen ist. Und ja, das ist verbogen auch, das hat geknickt richtig. Also das ist irgendwie, kriege ich auch nicht mehr so zurück, wie es soll, ne? Das heißt, ich muss eh einen Satz bestellen jetzt. Aber irgendwie sind die auch ziemlich tief, ja, wenn man das so anguckt. Auf der anderen Seite habe ich ja damals so gemessen, ne? Weil dann spritzt ja auch nicht so viel hoch und ich mache das eigentlich auch ganz gerne allein. Aber ich glaube, die müssen ein bisschen kürzer, damit die nicht mehr so ganz nah am Boden sind. Damit ich beim Pflügen nicht in der Furche mir das hochbiege, ne? So. Naja, ich komme von Arten im Boden, das wollte ich euch gar nicht erzählen. Und zwar hier, passt mal auf. IHC-Batterie, Original-IHC-Batterie, ist tatsächlich von IHC, also sprich von Case. Case steckt dahinter, aber eigentlich steckt da Exide hinter. Nun sagt ihr euch, was? Erzähl mal, was? Früher hat IHC die Dinger wohl selber gebaut, in welchem Land weiß ich nicht. Dann hat DETA das übernommen. DETA, man kennt sie, die sitzt hier auch drin. In dem Trecker sitzt ein Original-DETA-Batterie. DETA wurde aufgekauft von Exide. Exide ist eine bekannte Firma. DETA ist ja auch so Baumaschinen-Batterien, so alles, was so rough ist und so. Und Exide hat diese Sparte wohl aufgekauft. Und Exide produziert ja immer noch, ist ja ein ganz bekannter, namhafter Hersteller. Und die, quasi historischer Hintergrund, produzieren jetzt die IHC-Batterie tatsächlich im Auftrage von Case IH. Also ist ernsthaft jetzt eine IHC-Batterie in diesem Sinne. Witzigerweise, was ich richtig gut finde, ist hier eine originale IHC-Teilenummer drauf. Das finde ich natürlich cool, ne? Also kannst du auch wirklich im Katalog nachgucken, da findest du genau die Batterie, also richtig, wie, also historisch, kann man wirklich sagen. 12 Volt, 88 Ampere Stunden, 680 Ampere, stimmt nicht. Einiges ist 12 Volt, 90 Ampere, 720 Ampere Stunden. So, also ist jetzt ein bisschen größer, wie eigentlich draufsteht. Ist natürlich wahrscheinlich deswegen gemacht worden, weil sonst wird es nicht mehr zur Teilenummer passen. Wenn du ins Ersatzteilbuch guckst, dann steht da ja genau die Teilenummer mit der Nummer, also mit den Daten dahinter, ne? So, ist jetzt ein bisschen größer. Eigentlich steckt da, glaube ich, diese, ich weiß gar nicht, Exide Classic 900 oder sowas steckt dahinter. Ist egal, das ist tatsächlich eine originale Case-Batterie, also IHC-Batterie, finde ich total witzig. Und ist natürlich jetzt ist eine ungelabelte Exide, ne? So, und da bin ich drauf gekommen, weil Thorsten hat nämlich in der Facebook-Gruppe IHC Case IH, da hat er nämlich die gepostet, hat gesagt, hier, jetzt verfügbar, oder nee, demnächst verfügbar IHC-Batterien. Und dann sage ich zu ihm, ich so, IHC-Batterien? Ich so, was machst du denn? Was erzählst du mir jetzt? Ja, nee, sagt er, ist wirklich so, hier IHC-Batterie. Ich so, ja, cool. So, und hier witzigerweise, wie soll es auch anders, der Kollege da hinten, der steht ja nur mal den ganzen Winter. Ja, die Batterie fand das wohl nicht so gut. Ich habe die auch nicht ans Erhaltungsladegerät gepackt. Und außerdem ist die Batterie tatsächlich auch, ja, die habe ich schon mit übernommen. Ne? Die war da schon drin und damals war die schon alt. Und jetzt ist die halt im Eimer. So, dann habe ich Thorsten gefragt, so passt die auch in meinem McCormick? Ich sagte, ja, die passt eigentlich, passt die in, vom 323 bis zum 844 in allen Modellen, ne? Aber auch in D-Serie 14er zum Beispiel sollte die auch reinpassen. Ich sage, perfekt, gut, machen wir. Weil preislich 114,95, ne? 114,95,
Nun pass mal auf, aber inklusive Batteriepfand, 57 gesetzliche Pfand, inklusive und inklusive Lieferung und inklusive Mehrwertsteuer. So, wenn du das alles runterrechnest, dann bist du bei, ich glaube, knapp 100 Euro bist du dann. Dann hast du aber eine Excite für 100 Euro in 90 Ampere. Sag mir mal, wo es das gibt. Ich sag, komm, was bestelle ich? Weil du kannst zum Sonderpostenmarkt gehen, da kriegst du, ich habe geguckt, kriegst du eine 80 Ampere für 88 Euro momentan, war jetzt im Angebotsblatt. Dann hast du aber eine No-Name-Batterie. So, ne? Jetzt hast du eine Excite, also sprich eine IHC-Batterie für eigentlich, wenn du so willst, einen Zehner mehr. So, also nee, komm, dann ja, kann man machen. Ne? Also preislich natürlich sehr attraktiv. Ja, Thorsten Redemeier, verlinke ich euch, der hat übrigens auch eine neue E-Mail-Adresse. Seine E-Mail-Adresse ist jetzt thorsten.redemeier und nicht mehr Thorsten-Redemeier. Hat sich irgendwie geändert, weil irgendwie gab es da Beef mit seinem, keine Ahnung, irgendwas war da Verkehr gelaufen. Jetzt hat er auf jeden Fall eine neue E-Mail-Adresse. Wollte ich nochmal kurz erwähnen, wir bauen jetzt die Batterie ein. Ich war total begeistert von dem Ding, weil das halt vom Preis her auch attraktiv ist. Weißt, normalerweise sind solche Retro-Markengeschichten immer saumäßig teuer und die ist halt einfach normaler Preis. Und das fand ich cool. Ich denke, das muss ich euch zeigen. Das ist witzig. Auspuff ab, Auspuff ab, Luftfilter ab. Und die Haube. Ah ne, erstmal muss ich ja noch den Kühlerdeckel abschrauben hier. Ist auch ein geiler Trecker eigentlich, ne? Kühlerdeckel. Wasser immer noch schön voll, sehr gut. Das ist genau das Richtige für mich um meinen Rücken. So, und hier sitzt eine ja, 12 Volt, 100 Ampere Mercedes-Benz Batterie ein von Varta. Da sind wir uns aber alle einig, dass die da, glaube ich, so original nicht reingehört. Und jetzt kommt da halt wieder eine vernünftige IHC. Ich meine, Varta ist natürlich die Weltklasse, aber eine schöne IHC-Batterie rein. Ja, das sieht man ja schon, dass die auch tatsächlich schon. Ja, das auch, die darf dann auch irgendwann mal abgängig sein. Leider steht da jetzt kein Datum drauf. Ich schreibe da ja immer ein Datum drauf. Das habe ich bei der Batterie, die da drin ist, auch gemacht. Und hier jetzt auch wieder. Guck, heute ist Samstag, 17.02.24 habe ich da drauf, da drauf, da drauf, überall, falls das irgendwo rubbelt und dann weg ist. Ne, so. Nun sagt ihr euch sowieso, was soll denn der Quatsch mit IHC-Gelabel auf einer Batterie? Das macht doch gar keinen Sinn, die siehst du doch sowieso nicht. Stimmt, grundsätzlich siehst du die nicht, aber wenn du jetzt dran denkst, zum Beispiel bei 423 zum Beispiel, wo die Batterie da seitlich sitzt, oder bei Daniel Seim, da sitzt sie auch seitlich, da hast du ja nur oben diese Abdeckung und dann kommt da ein Riemen drüber. Ne? Wenn du das Ding jetzt durchrestauriert hast und hast da dann am Ende noch eine IHC-Batterie da neben dem Sitz stehen und da steht auch noch das Logo drauf, finde ich, dann bist du der Gewinner, ne? Finde ich. Also das ist schon geil. Also dann ist das wirklich durchgezogen so. Ne? Ja, und wenn das noch nicht mal mehr kostet, finde ich, braucht man das noch nicht mal rechtfertigen. Ist doch alles gut. So, liebe Leute, erstmal Masse. Passt nicht. Passt der denn hier? Nee, auch nicht. Was ist denn das für ein Schlüssel? 10 oder ist das hier? Auf jeden Fall erstmal Masse ab. Ne? Weil wenn du jetzt nämlich hier rankommst, passiert nichts. Machst du das aber hier, mache ich jetzt nicht. Weil dann hast du nämlich im Zweifel, wenn da richtig Zunder drauf ist, hast du hier einen Glühstab in der Hand. Ne? Also immer erst Masse ab und dann Plus. Aber natürlich mit dem richtigen Schlüssel, weil der hier passt schon mal nicht. Bevor ich jetzt den Schlüssel hole, fällt mir gerade ein, ich habe gerade die Haube abgenommen. Guck mal, das ist alles nass hier, ne? Das beschlägt unter der Haube, der Tank auch, siehst du das? Das beschlägt unter der Haube, weil das Wetter umschlägt. Nur ist es warm, draußen war es kalt. Guck mal den Krümmer an, da steht blank Wasser drauf, ne? Also du kannst machen, was du willst, wenn du das Ding hier so drinstehen hast. Also ich glaube, maximal in so einer ja, beheizten Garage oder isolierten Garage wäre es besser. Aber hier so draußen, also unterm Dach, also in der Scheune oder in meiner Scheune ja auch, ne, da beschlägt das auch. Das ist einfach so, ne, da rennst du nicht vorweg. Junge, haben sie den Tank dafür ausgebaut, um die Batterie da... Was ist denn hier von der anderen Seite? So wird, glaube ich, ein Schuh draus. Ja, kannst hier rausschieben. Die hat auch Lot, auch geil. Ne? Schön die ganzen Kabel hier alles rüber lackiert. So mit übergeduscht damals, irgendwann vor wie vielen Jahren. Ist das hier der Widerstand oder was? Zum Glühen oder was ist das da? Die Serie ist ja auch überhaupt fremd für mich, ne? Das ist ja alles, aber cool, ne? Wie gesagt, der hier, ich muss ehrlich sein zu euch, ne?
ich muss ehrlich sein, ich wollte den verkaufen. Und zwar hat Andreas, hier, der mir die Kabine damals gebracht hat, der hat so eine D-Serie gesucht. Irgendwas ohne TÜV, scheißegal, für vor, was wollte er damit? Irgendwo vor irgendeinem Gerät, Kreissäge oder irgendwas, irgendwo, für irgendwas brauchte er die auf jeden Fall. So. Und dann sagt er, ja, weißt du, noch eine D-Serie und so. Ich so, ja, weiß ich nicht und so. Hm. Und da habe ich mit Rea gesprochen, hieß, ich sehe, der sucht eine D-Serie, der wird die bestimmt auch holen. Das wäre sicher kein Problem für ihn. Ich sage, wollen wir die nicht verkaufen? Und dann sagt meine Frau, nee, bist du blöd oder was? Warum willst du denn den McCormick verkaufen? Ich sage, ja, weiß ich nicht und keine Ahnung und ne, Platz und Geld und steht hier auch immer und weiß ich nicht. Und nö, sagt sie, der bleibt, der frisst kein Brot und der ist immer so schön bei den Kartoffeln und vor der Säge und so. Ist ja, eigentlich hast du recht. Kriegst du nichts für 1.500 €, dann ist das Thema auch durch, was du dafür kriegst. Vielleicht auch nur ein 1.000er, ich weiß es nicht. Ja, und der läuft ja gut, ne? So ist er nun nicht. Ich meine, klar, der muss gemacht werden, ne? Die Kotflügel und so, die habe ich aber ja schon neu hier liegen, also gebraucht hier liegen. Ja, ne, da hat Rea den tatsächlich gerettet und hat gesagt, nee, der bleibt. Also, ich bin auch froh, dass sie das damals gesagt hat, weil das ist schon cool. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Bin ich jetzt bescheuert, wie rum war die Batterie denn jetzt drin? Was ist denn hier Plus und was ist Minus, sehe ich gerade. Das ist doch Masse hier, oder? Habe ich jetzt gerade den Pluspol an der Karosse gehalten, als ich euch das gezeigt habe? Und nur weil die Batterie so leer ist, ist da nichts passiert. Ich bin jetzt gerade echt verwirrt. Ne? Weil wenn du jetzt nämlich hier rankommst, passiert nichts. Ich muss aufs Video gucken, weil ich nicht weiß, wie das vorher war. Muss das so rum? Oder muss das andersrum? Das ist ja verrückt jetzt. Die war doch so hier drin, oder? Da habe ich doch hier noch freigewischt. Das war doch auf dieser Seite auch. Oder war die so nicht drin? Weil hier ist nämlich Minus und da ist Plus. Habe ich denn jetzt gerade... Ich weiß das nicht. Wie habe ich das denn jetzt gerade gemacht? Das heißt dann ja, die ist jetzt richtig rum drin. Und dann müsste das Minus sein. Ist aber ja ein rotes Kabel. Aber das rote Kabel ist darunter auch schwarz, glaube ich. Alter, mit diesen ganzen lackierten Kabeln. Da bist du verrückt. Und hier ist das dann jetzt Plus, oder was? Ich weiß es nicht. Ich muss erst mal gucken, wie das saß. Total crazy. Ich habe gerade noch mal in den Aufnahmen geguckt. Tatsächlich gehört die Batterie so da rein. Und ich habe gerade eben, wo ich euch das demonstriert habe, tatsächlich Plus mit Masse. So, entweder hat er gerade keinen Kontakt gehabt, aber die Batterie ist halt auch tot. Das ja, dann hätte ich euch genau live gezeigt, wie es eigentlich nicht muss. Auf jeden Fall gehört das Ganze so hier rein. Hier ist Plus auf der Seite. Hier ist auch Plus auf der Seite. Das passt schon mal sehr gut. Also eine Nullbatterie, also eine Nullerbatterie. Es gibt ja auch noch als Einser, dann ist das genau verkehrt rum. Guck, das passt auch sehr schön. Und dann kommt der hier so drauf. Das mache ich jetzt natürlich noch nicht, weil erstmal Plus festschrauben und danach Masse festschrauben. Mit dem Elver-Schlüssel, das ist übrigens ein Elver-Schlüssel. So, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Und jetzt will ich noch mal kurz die Spannung prüfen. 12,72 Volt. Ja, das heißt, die ist voll. 12,7 ist immer gut. Dann hat die volle Power. So, ich will jetzt gar nicht Probe fahren, aber ich möchte einmal ihn zum Laufen haben, dass ich weiß, dass er jetzt anspringt. Nach der langen Standzeit. Ach, was weiß ich, 4-5 Monate, letzte Mal glaube ich im Oktober hat er gelaufen. Aber ich glaube, das dürfte ja nicht das Problem sein, die olle Leuchte hier, die sieht schon mal ganz anders aus. Vorher war das nur noch so eine Taschenlampe, hier ist so eine kleine Kontrollleuchte, die ist jetzt richtig hell. Deswegen bin ich guter Dinge. Dass er laufen wird, ne? Dann lasse ich ihn auch gleich ein bisschen laufen, ne? Dann kann er mal ein bisschen im Stand tuckern. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Oder? Das klang doch echt so, als wenn du ihn gestern ausgemacht hast. Und das Ding ist einfach mal
66 Jahre alt. Der ist 66 Jahre alt. Wahnsinn. Ja. Läuft. Ja, nee, den kannst du nicht verkaufen, das stimmt, da hat meine Frau recht. Der hat es auch verdient, fertig gemacht zu werden, aber ich weiß nicht, bin ich der einzige Mensch, wo sich die scheiß Mützen immer drehen? Gefühlt in jedem Video bin ich hier nur am Mützen rumzippeln, geht mir selber auf den Sack. Entschuldigung. Obwohl, so sieht es auch nicht besser aus, ne? Was soll's. Wir sind ja unter uns, oder wie sagt man? Guckt da keiner zu. Was wollte ich jetzt sagen? Also ich bin am Überlegen, den fertig zu machen, aber nicht lackieren, sondern einfach so, so fertig zu machen. Das wär cool, optisch so lassen. Natürlich neue Kotflügel dran und so, da muss ich mal gucken. Die haben leider leicht andere Patina, wie die jetzt dran sind. Und dann einfach so lassen, mit dem blöden Herz da vorne drauf. Genauso wie er jetzt ist, nur halt dann technisch gut machen. Ne? Und dann einfach seine Geschichte lassen der letzten 60 Jahre. Ne? Das wäre doch eigentlich ganz cool, oder? Guck mal, wie hell die Lampe leuchtet. So, mal ein bisschen laufen gelassen. Dann kann er mal wieder so ein bisschen warm werden oder konnte mal ein bisschen warm werden. Und ihn hier muss ich übrigens auch wegbringen. Ja, aber ich weiß noch nicht. Weil allzu lange ist er auch nicht mehr, aber wir wollen eigentlich noch die Hecke rausreißen vorne. Und da war die Überlegung, ob ich die dann durch den Schredder jage oder aber aufs Osterfeuer haue. Müssen wir mal schauen. So, dann ist der Trecker auch wieder fit. Da muss es jetzt nur noch mal trocken bleiben, dass wir wieder aufs Feld können und ein bisschen was machen können. Weil momentan hat es ja wieder so geregnet, das haben wir nicht gebraucht. Und jetzt kannst du wieder nirgends hin. Alles steht wieder voller Wasser, man kennt es, aber nun gut. Der Anhänger, da müssen wir auch bei. Irgendwie nächste Woche oder was, muss ich mal gucken, ob ich das dann schaffe. Der ist nämlich momentan außer Gefecht. Den habe ich leider kaputt gefahren. Ja, das ist mir Missgeschick passiert. Aber auch das seht ihr dann in naher Zukunft in einem Video. Kann ich immer alles glatt laufen. Und ja, genau, dann war ich diese Woche noch fleißig. Das will ich euch auch noch mal ganz kurz zeigen. Das Holz, was hier drunter ist, das kennt ihr. Das ist ein bisschen Buche noch, aber das meiste davon ist schon verarbeitet. Aber alles, was hier oben drauf liegt und was hier hinten liegt komplett, das habe ich tatsächlich diese Woche geschnitten. Im Regen war ich da am Gange. Richtiger Scheiß, aber nur gut, nützt nichts. Das ist Ahorn und Esche. Das kommt von meinem Onkel. Da war ich am Gange. Da mussten 2-3 Bäume weg. Ja, dann habe ich die kurzerhand einmal aufgeschnitten und mitgenommen. Brennholz ist ja immer super. Aber ja, haben wieder demnächst viel zu spalten. Spalter muss ich auch bei. Der wird auch noch modifiziert. Da sind noch ein paar Sachen, die mich noch stören. Die werden noch umgebaut. Aber auch das werdet ihr dann in so einem Vlog verpackt alles mitbekommen. Dieses Mal war es ein bisschen schrauberlastig. Trecker, ja, Batterie getauscht, war noch nichts Wildes. Aber ich fand diese Geschichte eigentlich ganz cool mit dieser IHC-Batterie. Und wenn das Ganze auch noch preiswert ist oder preislich attraktiv ist, finde ich, dann kann man das durchaus machen. Könnt ihr mir ja immer gerne mal reinschreiben, ob ihr sagt, jo, der Deal ist eigentlich gar nicht verkehrt. Oder aber nix. Ich kaufe immer beim, was weiß ich, Sonderpostmarkt, da kriegst du das für so und so. Haut mal rein in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Wie gesagt, dieses IHC-gelabelte finde ich eigentlich schon ganz einfach. Ja, wie gesagt, aber auch nur, weil es preislich passt. Und dann der Kehrbesen. Ich glaube gar nicht, wie oft ich diesen blöden Kehrbesen brauche. Das ist auch super, dass der jetzt wieder funktioniert. Aufgeladen ist er, dann kann ich hier nämlich endlich mal diesen blöden Sand wegfegen. Genau, gut. So, dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Ah nee, eins wollte ich euch noch zeigen. Das Pferdeland hier, was wir abgesteckt haben, das ist durch den Regen, so, das hatten die ruckzuck schwarz, also wirklich, jetzt hat sich schon wieder ein bisschen erholt. Leider ist das ja, zu nass einfach, ne? Schade eigentlich. Ich habe gedacht, dass die Witterung ein bisschen stabiler bleibt oder trockener wird und dann das damit ein bisschen besser funktioniert. Wir haben jetzt erstmal die Ponys wieder da laufen, da verteilt sich das schön auf eine große Fläche, das Land ist auch nicht so nass. Und nun haben wir hier überall noch eine Litze drunter lang gespannt, eine weiße. Da vorne haben wir es abgetrennt, das Feld. Und ja, nun bleiben sie erstmal da laufen, bis das Ganze trockener ist. Und dann kommen sie nämlich neben die Rundbogenhalle
auf dem Stück. Das ist auch nochmal so ein halber Hektar. Das soll dann sozusagen deren Land werden, weil kann man eh nicht so gut mähen und dann kann man das besser den Tieren geben, ne? Okidoki, so, jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst gerne ein Like da, ein Abo, wie gesagt, Kommentar. Freue ich mich immer drüber. Ist immer gut für den Algorithmus. Pusht das Ganze so ein bisschen. YouTube ist ja immer so ein bisschen schwierig. Naja, in diesem Sinne, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.